Hi Leute, Simon hier. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Wassermelder baut, der bei Kontakt mit Wasser eine SMS versendet. Das Prinzip dazu ist recht einfach. Sollte der Melder in einem Raum, in meinem Fall der Keller, Wasser am Boden feststellen, wird eine Benachrichtigung per SMS an ein oder mehrere Handys versendet. Um die grundlegende Mechanik des Melders zu bauen, benötigt ihr folgende Materialien: ein Arduino Nano, ein Wassermeldersensor, ein GSM-Modul mit einer SIM-Karte. In meinem Fall verwende ich das SIM-808-Modul. Eine rote und eine grüne LED, ein USB-Hub, ein 2,1 mm Hohlstecker auf USB-Kabel, ein USB-Netzteil, ein USB-Verlängerungskabel, ich habe hier 2 Meter genommen, diverse Jumperkabel, zwei 220 Ohm Widerstände und ein Mini-B-USB-Kabel. Die ganzen Materialien verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Beginnen wir nun mit der Verkabelung. Hierbei sei zu erwähnen, dass ich für das Anschließen zuerst ein Steckbrett verwende. Zuerst müssen wir beim GSM-Modul den Powerknopf überbrücken. Dies hat zum Ziel, dass man das Modul automatisch startet und nicht erst mit Drücken des Powerknopfes eingeschaltet wird. Zum Überbrücken stecke ich ein Jumperkabel, wie rechts auf dem Bild, auf dem Pin und löte das andere Ende auf die linke gezeigte Stelle. Nun schließe ich den Arduino Nano an und verbinde diesen mit den drei gezeigten Punkten. Danach schließe ich den Wassersensor ebenfalls am Arduino Nano an, wieder mit den drei gezeigten Punkten. Danach werden die beiden LEDs angeschlossen, dazwischen mit jeweils einem der beiden vorher erwähnten Widerständen. Zu guter Letzt wird an das GSM-Modul der 2,1 mm Hohlstecker angeschlossen und das USB-Ende mit dem USB-Hub verbunden. Der Arduino wird mit dem Mini-B-USB-Kabel verbunden und nun auch das geht zum USB-Hub. Zum Schluss wird die USB-Verlängerung angeschlossen und das wiederum mit dem Netzteil verbunden. Kommen wir nun zum Code. Der Arduino Nano wird am Computer angeschlossen und die Arduino IDE geöffnet. Bitte beachtet dabei die Auswahl des richtigen COM-Anschlusses sowie die Auswahl des richtigen Boards und Prozessors. Nun müssen laut dem Hersteller des GSM-Boards noch zwei Bibliotheken hier, wie hier gezeigt, installiert werden. Diese lauten NeoGPS und NeoSW Serial. Jetzt zeige ich euch meine Implementierung. Im Bereich Setup definiere ich die beiden LEDs, das GSM-Board und eine Variable Alarm aktiviert. Hier oben wird die Handynummer eingetragen, an die am Ende die Nachrichten gesendet werden. Hier unten im Loop-Bereich habe ich die wiederholende Überprüfung des Wassersensors sowie der Variablen. Diese wird beim Anschlagen des Wassersensors geändert. Dazu wird auch das Verhalten der LEDs gesteuert. Die Variable selbst wird beim erneuten Ein- und Ausstecken der kompletten Schaltung wieder auf Null gesetzt. Somit verhindere ich ein wiederholendes Senden der Alarm-SMS. Das war's mit dem Code. Der ist zum Download unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier nochmal der Ablauf zum Verständnis als Schema. Der Code wird beim Einschalten an eine Stromquelle aktiviert und beginnt mit der Setup-Phase. Hierbei wird das GSM-Modul initialisiert. Ist dies erfolgreich, wird eine SMS versendet, dass die Aktivierung erfolgreich war. Dann wird die grüne LED aktiviert und die rote LED deaktiviert. Im Loop-Bereich wird nun wiederholend der Wassersensor abgefragt. Ist die Abfrage negativ, bleibt weiterhin die grüne LED aktiv und die rote aus. Wurde Wasser erkannt, wird eine SMS versendet. Die rote LED aktiviert und die grüne LED deaktiviert. Die ganze Schaltung nun in Aktion. So, ich starte nun die Schaltung. Man sieht jetzt gleich die grüne LED aufleuchten. Und jetzt sollte dann eine SMS am Handy erscheinen. Gut, da ist sie schon. Jetzt kann ich den Wassersensor nehmen und hier, wo das Wasser in dem Behälter drin ist, eintauchen. Na, richtig eintauchen. So. Und wir sehen, die LED oben schlägt auf Rot um und ich erhalte eine weitere SMS. Am Ende habe ich für meine Schaltung eine passende Hülle gesucht.
und ein Senfkübel genommen. Des Weiteren musste ich, da der Keller gut abgeschirmt, kein WLAN und kaum Funksignal zulässt, eine größere Antenne verwenden. Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Die LEDs habe ich auf eine Platine verlötet und innen an den Deckel geklebt. Beim Wassersensor selbst habe ich die drei Drähte mit Isolierband zusammengebunden. Am Ende sieht der ganze Melder wie folgt aus. Nur noch der abschließende Test, ob noch alles funktioniert. Und dann wäre der Melder einsatzbereit. So, man sieht hier, dass ich den Melder einstecke. Und jetzt sollte auch gleich die grüne LED angehen. Das funktioniert. Und jetzt sollte gleich auf dem Handy eine SMS erscheinen. Das hat jetzt auch geklappt. Nun gut, dann werde ich jetzt hier meine Schale mit Wasser hinstellen und den Sensor eintauchen. Gerade stehend und die LED wird rot und die SMS kommt an.